Besuch bzw. Präsenz vom Kantonsspital Winterthur. Es ist hier Herr Dr. Göde, er ist Chefarzt Hämatologie von der medizinischen Onkologie im Kantonsspital Winterthur. Und er spricht über Blutarmut, Symptome, Diagnosen, Therapien. Bitte schön, Herr Göde. Vielen Dank. Erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich zu Ihnen kommen darf, dass ich etwas auch über mein Fachgebiet, was viele Patienten betrifft, erzählen kann. Es geht um die Blutarmut. Viele, wenn man an Blut denkt, wenn man von der Medizin kommt, denkt man an die verschiedenen Komponenten des Blutes, an die weißen Blutkörperchen, an die roten, an das Blutplasma, an die Blutplättchen. Also das ist das, was einem Mediziner oder Hämatologen halt durch den Kopf geht, wenn er das Wort Blut hört. Natürlich, wenn man sich nicht so mit Medizin auskennt, verbindet man Blut primär mit etwas Schlechtem, wenn man sich verletzt, wenn man einen Unfall hinter sich hat. Also ich denke, das ist natürlich eine ganz andere Voraussetzung, ob man das medizinisch anschaut oder was man halt generell auch als Laie, woran man denkt, wenn man das Wort Blut hört. Wenn ich über Blut spreche, geht es natürlich um die Blutanalyse. Hier sehen Sie ein Bild einer Blutentnahme. Das ist in den meisten Fällen sehr einfach zu bekommen. Dann gibt es ein Blutröhrchen, welches gefüllt wird. In diesem Blutröhrchen hat es einen Zusatz drin für die Hämatologie, damit das Blut nicht gerinnt. Denn wenn es gerinnen würde, könnten wir die Blutzellen schlecht untersuchen. Wenn es darum geht, chemische Dinge zu analysieren im Blut, seien es Leberwerte, Nierenwerte, Entzündungszeichen, dann muss das Blut gerinnen, dann nimmt man nur das Serum. Deswegen gibt es auch verschiedene Blutröhrchen, die auch verschiedene Farben haben, je nachdem, welchen Zusatz man da drin hat. Und je nach Blutanalyse, die man halt auswählt, gerne hätte, braucht es dann auch ein unterschiedliches Röhrchen. Das Röhrchen wird dann zur Seite gestellt und kommt ins Labor. Und da sehen Sie schon, das ist jetzt ein Hämatologieröhrchen, wenn es frisch abgenommen ist. Da sehen Sie, ist es bis oben rot. Und sobald man das eine Weile stehen lässt, dann sieht man hier unten, da sinken die roten Blutkörperchen ab. Und dann sieht man hier oben auch die Flüssigkeit, wo die roten und weißen Blutkörperchen drin schwimmen. Und hier im Serum, da gibt es natürlich ganz wichtige Komponenten auch des Blutes drin, über die man häufig nicht so spricht. Und wenn es aber darum geht, die Blutarmut zu beurteilen, da meint man eigentlich die festen Blutbestandteile. Das heißt die Zellen, die roten Blutkörperchen. Und wenn dieser Anteil abnimmt, dann spricht man generell von Blutarmut. Wenn jemand eine Blutarmut hat, dann ist einfach der Überstand größer. Das absolute Volumen des Blutes ist natürlich noch gleich. Einfach die Flüssigkeit, wo die roten Blutkörperchen drin sind, nimmt dann zu, relativ gesehen. Und wenn man diesen zellulären Anteil untersucht, dort findet man halt dann die weißen Blutkörperchen, die ganz wichtig sind für die Immunabwehr, besonders die neutrophilen Granulozyten für die Abwehr von Bakterien. Wenn jemand eine Chemotherapie hat und vorübergehend die weißen Blutkörperchen tief abfallen, dann fehlen diese oder sind stark vermindert und dann ist man wesentlich empfänglicher natürlich auch auf Infektionen. Genau das Gleiche, wenn Sie weniger Blutplättchen, Thrombozyten haben. Wenn das stark abfällt, können Blutungen schneller auftreten. Und wenn eben auch die roten Blutkörperchen vermindert sind, dann kommen die typischen Symptome der Blutarmut dann zum Tragen, auf die ich nachher noch eingehe. Genau so sieht das dann aus. Eine Anämie, eine Blutarmut, wo eigentlich die weißen Blutkörperchen und Thrombozyten noch normal sind, aber die roten Blutkörperchen vermindert sind. Also Blutarmut heißt eigentlich Verminderung der roten Blutkörperchen, das heißt Verminderung der Sauerstoffträger, denn der rote Farbstoff in den roten Blutkörperchen trägt ja den Sauerstoff zu den Organen. Jetzt, damit man
die weißen Blutkörperchen auch beurteilen kann, auch die roten Blutkörperchen. Das geht nicht nur über die Maschine. Da wird ein Ausstrich hergestellt und dieser Ausstrich wird dann gefärbt und dann kann das Blut unter dem Mikroskop angeschaut werden. Das sieht dann so aus. Das ist ein Blick durchs Mikroskop in ein normales Blutbild. Hier sehen Sie, das sind alles die roten Blutkörperchen. Die sind alle relativ klein, sind kleiner als die weißen Blutkörperchen. Hier sehen Sie jetzt zwei normale weiße Blutkörperchen, hier ein Lymphozyt, hier ein neutrophiler Granulozyt. Der spielt besonders dann eine Rolle, wenn es um bakterielle Infektionen geht. Die Lymphozyten sind eher bei viralen Infektionen wichtig. Und zwischen den roten Blutkörperchen sehen Sie noch hier diese kleinen Fetzchen da. Das sind die Thrombozyten. Die Thrombozyten haben keinen Kern. Das sind eigentlich Absprengsel von der Mutterzelle der Thrombozyten im Knochenmark. Und diese Absprengsel, diese Thrombozyten, wenn man blutet, dann kleben die aufeinander und können den Verschluss der Verletzung herbeiführen. Also so sieht ein normales Blutbild aus. Jetzt, wenn es wirklich darum geht, was trägt den Sauerstoff, ich habe es gesagt, das ist der rote Farbstoff in den roten Blutkörperchen drin, der macht, dass diese Blutkörperchen auch rot sind. Und dort gibt es ein ganz wichtiges Molekül, das ist eben das Hämoglobin. Und Sie sehen, das ist recht komplex im Aufbau, zwei Alpha-, zwei Beta-Ketten, hier diese roten Punkte, das ist der Hämring. Dieser Hämring hat das Zentralatom Eisen. Deswegen kann ich nur genügend Hämoglobin machen, wenn ich auch genügend Eisen zur Verfügung habe. Und genau dort wird der Sauerstoff gebunden und durch den Körper transportiert. Je nachdem, ob dieses Hämoglobin jetzt mit Sauerstoff beladen ist oder nicht, verformt sich das Ganze etwas. Das ist hier so dargestellt. Hier sehen Sie oxygeniert, wenn Sauerstoff dran ist, deoxygeniert, wenn halt kein Sauerstoff dran ist. Und das macht auch, dass das Hämoglobin eine etwas andere Farbe bekommt. Also wenn Sie venöses Blut anschauen, dann ist das Blut ganz dunkel. Und wenn Sie arterielles Blut haben, also dort, wo das Blut mit Sauerstoff angereichert ist, dann ist es viel hellroter. Also das heißt, dieses Molekül hat wirklich den Einfluss auf die Farbe des Blutes. Und wann wird jetzt von einer Blutarmut oder eben Anämie gesprochen? Letztlich beschreibt dies den Zustand, dass man ungenügend rote Blutkörperchen hat, um die Organe genügend mit Sauerstoff zu versorgen. Im klinischen Alltag kann man ja diese Masse der roten Blutkörperchen schlecht bestimmen. Es gibt da Methoden, man könnte die roten Blutkörperchen nuklearmedizinisch markieren und dann könnte man nachher genau herausfinden, wie viel Liter rote Blutkörperchen man hat. Aber im Alltag spielt das keine Rolle. Man misst einfach die Hämoglobinkonzentration. Ich sage Hämoglobinkonzentration. Das heißt, wenn jemand sehr viel trinkt, dann verdünnt er natürlich die ganze Sache etwas und dann haben Sie einen etwas tieferen Wert. Wenn Sie jemanden haben, der halt ausgetrocknet ist, starker Durchfall hat und eben zu wenig Flüssigkeit hat, dann steigt diese Hämoglobinkonzentration an. Also das heißt, es gibt Faktoren außerhalb der roten Blutkörperchen, die natürlich diese Messung dann auch beeinflussen können. Wovon hängt jetzt diese Hämoglobinkonzentration ab? Natürlich primär vom Geschlecht, ich komme darauf noch zu sprechen. Frauen haben eine tiefere Hämoglobinkonzentration als Männer. In der WHO geht man von einem Grenzwert aus von 120 Gramm pro Liter. Was drunter ist, gilt als Blutarmut. Bei Männern 140. Es gibt aber größere Studien, die sagen, dass wahrscheinlich der Grenzwert etwas tiefer noch ist. Dann spielt die Höhe des Wohnorts eine Rolle. Ich habe einen Kollegen, der arbeitet im Engadin. Leute, die konstant auf wesentlich höheren Gebieten leben, die haben auch höhere Hämoglobinkonzentrationen. In Regionen in Südamerika, in den Anden, ist das natürlich noch viel ausgeprägter als bei uns in der Schweiz. Und dann das Alter spielt auch eine Rolle, aber nur beim Mann, nicht bei der Frau. Die Frau sollte eigentlich ihr Leben lang die gleiche Hämoglobinkonzentration haben. Warum das so ist, zeige ich Ihnen hier. Das ist eine Frage, die auch
viele Medizinstudenten an Prüfungen nicht so genau wissen. Wenn man da fragt, warum hat der Mann ein höheres HB als die Frau, kommt oft die Rückmeldung, ja, weil die Frau die Menstruation hat. Das sollte eigentlich keine Rolle spielen. Das spielt nur dann eine Rolle, wenn die Frau deswegen einen Eisenmangel hat. Aber wenn Eisen genügend vorhanden ist, ist die Menstruation überhaupt kein Grund, warum sie eine tiefere Hämoglobinkonzentration haben sollte als ein Mann. Sie sehen, das fängt hier, als Kind läuft es gemeinsam und in der Pubertät geht es auseinander. Und das ist die Testosteronproduktion vom Mann. Also Testosteron kickt die Erythropoese an, kickt die Blutbildung, die roten blutkörperliche Produktion im Knochenmark an und führt dazu, dass der Mann einfach mehr davon hat. Und je älter der Mann wird, desto mehr lässt auch die Testosteronproduktion nach. Also der 85-jährige Mann, den kann man eigentlich nicht mit der Hämoglobinkonzentration messen wie ein 30-Jähriger. Wir sehen das auch bei Männern, die im Rahmen von Prostatakrebserkrankungen Hormonblockaden haben. Die kommen auch runter in der Hämoglobinkonzentration auf Werte der Frau. Also das ist hier die Erklärung, warum hier der Unterschied da ist zwischen Mann und Frau. Und wir sehen jetzt, wie häufig tritt so eine Blutarmut auf. In jüngeren Jahren sind es vor allem Frauen. Das ist natürlich hier der hohe Anteil an Frauen, die halt auch wirklich Eisenmangelzustände haben. Und im Alter sind es dann vor allem die Männer. Und das liegt ein Stück weit auch daran, dass diese Normalwerte nicht alterskorrigiert sind beim Mann. Also eigentlich müsste man davon ausgehen, dass im Alter über 85 der Mann tiefere Hämoglobinwerte haben müsste. Jetzt, wenn jemand zu wenig Blut hat, zu wenig rotes Blut, was treten für Symptome auf? Die können sehr unspezifisch sein. Also typischerweise ist es Müdigkeit. Es gibt viele andere Dinge, die das natürlich auch auslösen. Aber auch bei Aktivität, Schwindel, Atemnot, bei Anstrengung, typischerweise beim Treppengehen, wenn der Sauerstofftransport langsamer ist, weil halt weniger rote Blutkörperchen da sind, dann muss auch das Herz schneller schlagen, dann gibt es Herzklopfen bei Anstrengung. Das sind so die typischen Symptome, die bei einer Blutarmut auftreten. Muskelschwäche, Kopfschmerzen, Kältegefühl und natürlich, wenn man weniger rotes Blut hat, ist man auch im Gesicht, ist man blass. Jetzt, woher kann so eine Blutarmut kommen? Die allermeiste Ursache ist in einer gestörten Produktion. Dass irgendwie das Knochenmark, halt die Fabrik vom Blut, weniger herstellen kann. Da gibt es eine ganze Reihe von Ursachen. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass das Knochenmark völlig genügend produziert, aber auf irgendeine Art die roten Blutkörperchen, sobald sie nachher in Zirkulation sind, viel zu schnell abgebaut werden. Dieser gesteigerte Abbau. Und das gilt es natürlich primär zu unterscheiden. Ganz andere Ursachen sind das. Und dann gibt es natürlich auch die Blutung, der chronische Verlust, den man hier auch berücksichtigen muss. Und da gibt es extrem viele Ursachen hier für eine gestörte Produktion. Wenn Sie das sehen, das sind so Differentialdiagnosen, wo man durchgeht. Letztlich die häufigsten Ursachen ist Nummer 1 in der Schweiz auch, ist der Eisenmangel. Gehen davon aus, dass 10-20% der Frauen einen Eisenmangel haben. Dann etwas, was auch unterschätzt wird bei Nierenerkrankungen. Sobald die Niere schlechter arbeitet, wird zu wenig Erythropoietin produziert. Erythropoietin, wichtiger Wachstumsfaktor der roten Blutkörperchen. Das wird als Ursache häufig unterschätzt. Und der dritte wichtige Punkt sind die chronischen Erkrankungen. Und da gehören natürlich Krebserkrankungen auch hinzu. Sobald eine chronische Erkrankung da ist, dann gibt es eine Entzündung. Und wenn die rote Blutbildung etwas nicht mag, dann ist es die Entzündung. Also sobald Entzündung da ist, ist Eisen schlecht mobilisierbar. Das Eisen klebt in den Makrophagen und das Eisen steht einfach schlechter zur Verfügung. Und dann tritt praktisch immer, wenn jemand mehr als 3 Monate eine Entzündung hat, tritt halt eine Blutarmut auf. So sieht das dann aus. Wenn ich hier nochmal zurückgehe zum normalen Blutbild, hier sehen Sie, wie
die roten Blutkörperchen normal gefüllt sind mit dem roten Farbstoff. Normalerweise ist das Loch in der Mitte der roten Blutkörperchen etwa ein Drittel des Durchmessers. Wir sagen dem Normochromasie, also normal gefärbt, die roten Blutkörperchen. Wenn ich aber jetzt einen Eisenmangel habe oder eine chronische Entzündung, wo dann die Eisensituation ein Problem darstellt, da sehen Sie, wie die zentrale Aufhellung, wie das extrem groß wird. Man spricht hier auch von diesen Toilettendeckelringen, also man sieht das gleich im Mikroskop, typischer Eisenmangel. Oder? Schwere Hypochromasie der roten Blutkörperchen. Genau, hier nochmal der direkte Vergleich. Jetzt, hier ist ein Patient, der kommt mit einer chronischen Eisenmangelsituation. Hier sehen Sie seine Erythrozyten, wo das Loch in der Mitte viel zu groß ist. Also deutliche Hypochromasie. Und dann hat es dazwischen aber auch normale. Also ein Patient, der chronisch blutet, hat dadurch einen Eisenmangel und dann kommt er auf die Notfallstation und blutet plötzlich zusätzlich noch ganz stark. Und dann gibt man ihm Blut. Und da sehen Sie hier, das sind die transfundierten roten Blutkörperchen vom Blutspendezentrum. Die sind normal in der Chromasie. Und hier sehen Sie es wirklich direkt nebeneinander. Also man kann das Blutdoping gerade schon im Mikroskop erkennen. Ja. Eisen macht im Körper nur etwa 3 bis 4 Gramm aus, ist aber natürlich ganz zentral für die rote Blutbildung. Von diesen 3 bis 4 Gramm sind knapp 2 Gramm am Hämoglobin an den roten Blutkörperchen gespeichert. Also etwa die Hälfte unseres Eisens zirkuliert mit den roten Blutkörperchen. Dann haben wir in der Leber und in den Makrophagen noch etwa 1 Gramm als Reserve. Da sind wir dann schon eigentlich bei den 3 Gramm. Und dann gibt es natürlich noch Muskelzellen, die haben auch Eisen. Es gibt verschiedene Enzyme. Also Eisen wird natürlich auch noch für anderes gebraucht, aber schon zum ganz großen Anteil in den roten Blutkörperchen und eben als Speicher. Jetzt eine häufige Frage der Patienten ist auch, wo hat es dann Eisen drin? Was soll ich essen, damit ich genügend Eisen habe? Und auf der einen Seite gibt es natürlich das fleischliche Eisen, tierisch. Dort ist die Resorption des Eisens wesentlich besser. Also etwa 20% des Eisens, was ich esse, wird dann auch aufgenommen. Und am höchsten ist hier die Blutwurst mit knapp 30 Milligramm Eisen pro 100 Gramm, was ich zu mir nehme. Was viele nicht wissen, das Gewürz Paprika hat gleich viel. Aber das Gewürz Paprika kann man halt nicht löffelweise zu sich nehmen. Und die Bioverfügbarkeit des pflanzlichen Eisens ist deutlich niedriger. Das liegt an unterschiedlichen Transportmechanismen im Dünndarm zusammen, dass das pflanzliche Eisen weniger aufgenommen wird. Also doch 90% des Eisens, was ich mit pflanzlichem Eisen zu mir nehme, das verlässt den Darm wieder über den Stuhl. Aber es gibt viele Dinge, Getreide, Soja, Nüsse, Kakaopulver, wo einiges an Eisen drin ist. Und Sie sehen, deutlich mehr als im Rindsfilet. Und wenn wir jetzt das Rindsfilet anschauen, dass davon 20% aufgenommen wird, da bin ich mit Soja besser bedient. Also auch ohne Fleisch kann ich mich sehr gut mit Eisen ernähren. Jetzt komme ich nochmal zur Entzündung zurück. Sie haben gesehen, neben dem Eisenmangel, neben dem reinen Eisenmangel, ist die Entzündung ein ganz wichtiger Faktor als Ursache der Blutarmut. Und letztlich ist jede Entzündung eigentlich ein Anzeichen der Aktivierung des Immunsystems. Es gibt natürlich x verschiedene Ursachen. Es kann ein Infekt sein, es kann ein Tumor sein, der zur Entzündung führt. Es kann eine Allergie sein, eine Autoimmunerkrankung. Also das ist letztlich, Entzündung ist etwas ganz Unspezifisches. Auch jede Verletzung führt eigentlich zu einer Entzündung, damit das Gewebe wieder abheilen kann. Also Entzündungen haben wir sehr oft in unserem Leben. Aber wenn die Entzündung länger als 3 Monate dauert, dann führt das auch praktisch immer zu dieser Blutarmut. Genau, nach Verletzung, Infekt, Tumorerkrankungen, aber auch Autoimmunerkrankungen, typisch auch auf der Rheumatologie, chronische Polyarthritis, Patienten, die ständig entzündet sind, die betrifft das genau gleich.
Und sobald das halt länger als 3 Monate andauert, dann kommt die Blutarmut, weil die roten Blutkörperchen zu wenig aufgebaut werden können, kann zu wenig Hämoglobin eingebaut werden in die Erythrozyten. Also wir haben jetzt über das Eisen gesprochen, die Entzündung. Und als dritter wichtiger Player kommt dieses Molekül hinein. Was könnte das sein? Das ist das Erythropoietin. Also das ist das EPO, welches von der Niere gebildet wird. Und EPO führt dazu, dass die Erythropoese, also die rote Blutbildung, auch angekickt wird. Ist quasi ein Hormon. In der Niere wird die Sauerstoffsättigung des Blutes gesenzt. Und wenn das tief ist, dann wird vermehrt Erythropoietin produziert und dann geht das ins Knochenmark und führt dort eben zur vermehrten roten Blutbildung. Und da gibt es natürlich Leute, die sich das auch zunutze machen, gerade im Sport. Mit EPO können sie natürlich die rote Blutmasse deutlich steigern und gerade bei Ausdauersportarten spielt das eine wichtige Rolle. Hier sehen Sie das nochmal in der Niere. Wird die Sauerstoffsättigung des Blutes erkannt, gesenzt. Dort gibt es, diese Mechanismen sind recht gut untersucht. Man kennt auch die Gene, die dort zuständig sind. Und die Niere produziert dann eben das EPO. Das EPO als Hormon geht ins Knochenmark und stimuliert dort die rote Blutbildung und führt dann dazu, dass ich auch wieder mehr rote Blutkörperchen, mehr Hämoglobin habe. Und man spricht dann, wenn das Problem eben in der Niere ist, wenn ich eine Nierenfunktionsstörung habe und wenn ich diese Nierenfunktionsstörung mehr als 3 Monate habe, dann spreche ich von der renalen Anämie, also von der Blutarmut, die durch die Niere ausgelöst wird. Und das sind eben die chronischen Nierenfunktionsstörungen, die führen dann zu dieser Anämie. Und ein wichtiger Punkt ist auch, wie misst man im Alltag eigentlich die Nierenfunktion? Und dort gibt es einen wichtigen Parameter im Blut und der heißt Kreatinin. Kreatinin wird von den Muskeln gebildet und das Kreatinin kann nur über die Niere ausgeschieden werden. Also nicht über den Stuhl, nicht über den Schweiß, nicht über Atem, kann nur über die Niere raus. Wenn die Niere schlechter arbeitet, dann geht mit der Zeit das Kreatinin hoch und dann weiß ich, aha, die Niere hat ein Problem. Aber Kreatinin, ich habe es gesagt, wird im Muskel gebildet. Gerade ältere Leute, gerade Leute, die auch Chemotherapien haben, die haben natürlich dann auch weniger Muskelmasse. Sodass bereits leichte Kreatininanstiege bei Patienten mit weniger Muskelmasse schon ganz deutlich für eine Nierenfunktion sprechen. Auf der anderen Seite, wenn ich einen jungen, gesunden Bodybuilder habe, der eine riesen Muskelmasse hat, dann finde ich erhöhte Kreatininwerte, ohne dass seine Niere eigentlich krank ist. Also ich muss diesen Kreatininwert immer auch in Relation zur Muskelmasse setzen. Sie haben gesehen, das sind so die 3 häufigsten Anämieursachen: Eisenmangel, chronische Entzündung, Niereninsuffizienz. Das sind so die 3 großen Player bei der Ursache der Blutarmut. Wie therapiere ich jetzt das? Ich meine, auf der einen Seite muss ich mir anschauen, wie ist der Schweregrad der Anämie. Wenn das jetzt ganz schwer ist, geht man das anders an, als wenn es nur mäßig ist. Und ich muss natürlich wissen, woher die Ursache ist. Also die Therapie ist klar Ursachen assoziiert. Jetzt, wenn ein Patient eine schwere Anämie hat, also wir haben gesehen, beim Mann unter 140, bei der Frau unter 120 Gramm pro Liter gilt das Blutarmut. Wenn jetzt im ambulanten Setting das unter 70 fällt, also etwa halbiert, dann gilt das als eine so schwere Blutarmut, dass man normalerweise schon daran denken muss, dem Patienten eine Bluttransfusion zu geben. Das ist natürlich nicht so elegant. Also man gibt, das ist einfach Symptombekämpfung, man gibt einfach Blut von einem Spender und erhöht natürlich dann damit die Hämoglobinkonzentration und kann so akut und rasch die Situation etwas bessern, aber es ist keine Problemlösung.
wenn Patienten noch Herzprobleme haben, kann es durchaus auch sein, dass man bereits früher Blut geben muss. Also generell gilt so ein Wert von 70 normalerweise als Grenzwert, wo man daran denken muss, Blut zu geben. Wenn es so zwischen 70 und 90 ist, kann es durchaus auch sein, wenn jemand eine schwere Herzerkrankung noch zusätzlich hat, dass man auch schon vorsichtig Blut geben muss. Als häufigste Ursache, wie gesagt, ist es der Eisenmangel. Beim Eisenmangel ist es wirklich selten, dass man Blut geben muss. Also dort sollte man eigentlich Eisen geben. Natürlich immer auch berücksichtigen, wo ist die Ursache des Eisenmangels. Nicht, dass man Eisen reinkippt und auf der anderen Seite läuft es einfach alles wieder raus. Also den Verlust muss man suchen und behandeln, aber gleichzeitig muss man auch Eisen ersetzen. Eisen kann man sehr gut mit Tabletten zu sich nehmen, wird gut resorbiert. Man muss es aber wirklich täglich nehmen. Man muss es während mindestens 3-4 Monaten jeden Tag nehmen und ist teilweise dann nicht so gut verträglich. Es gibt Patienten, die natürlich dann Blähungen haben, der Stuhlgang wird schwarz. Werden Infusionen häufig besser vertragen. Man gibt es dann nur einmal und kann natürlich mit der Infusion die gleiche Menge geben wie mit den Tabletten, wie wenn man sie über 3 Monate einnimmt. Aber die Krankenkassen sind nur verpflichtet, das zu bezahlen, wenn man die Tabletten entweder nicht verträgt oder mit Tabletten keinen Erfolg hat. Also die Erstlinie-Empfehlung ist immer, das mit Tabletten zu ersetzen. Wie soll ich die Blutarmut aufgrund der Entzündung behandeln? Also letztlich geht es natürlich darum, dass man hier die Ursache der Entzündung behandeln sollte. Gerade wenn das ein Infekt ist, läuft das über Antibiotika. Wenn das Autoimmunerkrankungen sind, kann das je nachdem auch über Cortison der Fall sein. Wenn das eine Tumorerkrankung ist, kann es eine Chemotherapie sein. Aber es gibt natürlich immer wieder Fälle, wo man einfach die Ursache nicht beheben kann oder ungenügend beheben kann, dass dann die Entzündung halt trotzdem bleibt. Und dort gibt es durchaus auch die Möglichkeit, etwas Eisen zu geben, das kombiniert auch mit Erythropoietin, damit der Hämoglobinwert ansteigt, dass die Leute sich besser fühlen. Blut transfundieren, wie gesagt, nur bei den schweren Situationen, wenn sie Hämoglobinwerte unter 70 haben im ambulanten Setting, im stationären Bereich geht man sogar unter 60. Dann der dritte Punkt, eben diese renale Anämie, das ist relativ einfach zu behandeln, dort die Blutarmut. Natürlich muss der Nephrologe schauen, was bei der Niere los ist, kann man die Niere beheben, also die Nierenproblematik beheben, aber wenn es rein um die Blutarmut geht, da kann man Erythropoietin gut ersetzen. Dort gibt es viele Präparate, die werden sehr gut vertragen und damit ist man erfolgreich, dass die Hämoglobinkonzentration innerhalb recht kurzer Zeit, nach 2-3 Monaten, ganz deutlich ansteigt. Aber natürlich, wenn die Nierenfunktion nicht behoben ist und sobald man aufhört, Erythropoietin zu geben, da geht es wieder zurück. Also das heißt, es ist eine Symptombekämpfung, solange die Nierenfunktion noch nicht okay ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's, was ich Ihnen zu dem Thema sagen wollte.